Ja, hallo liebe Leute. Eine neue Folge The Hunter, Call of the Wild. Und es gibt ja jetzt die Hasen. Und deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen auf Hasenjagd. Ich habe hier schon eine Stelle gefunden, wo sich Hasen aufhalten, also ein Bedürfnisgebiet. Hoffe natürlich, dass ich hier auch den ein oder anderen Hasen vor die Flinte bekomme. Na, schauen wir mal. Hasenködel, gerade eben. Das sind Bärenspuren. Wollen wir nicht. Na, ich habe doch hier gerade was gehört. Allerdings habe ich hier im Waffenshop keine passende Waffe für die Hasen gefunden. Sehr wahrscheinlich muss man sich das DLC kaufen, um den Ethikbonus zu bekommen beim Abschuss. Aber ich mache es einfach mit der 22er, das ist das kleinste Gewehr. Weil nur für die Hasen DLC kaufen, das halte ich für übertrieben. Warte, bis es die Waffen im Shop gibt. Wird wahrscheinlich die Armbrust sein oder der neue kleine Bogen, der dann gut geeignet ist für die Hasen. Kann man so schlecht lesen. Was steht da, bis 11 Uhr oder bis 13 Uhr? Ich kann das nicht lesen. So klein geschrieben. Die Zahlen so eng aneinander, dass man sie nicht entziffern kann. Bin ich nur bis 11 Uhr hier? Oh, ist ja gerade erst 8 Uhr. Also die müssten eigentlich noch hier sein, die Hasen. Das ist ein Elch. Den werde ich jetzt nicht mitnehmen, weil mit dem Schuss ich ja alle Hasen vertreiben würde hier, die hier in der Nähe sind. Deswegen bleibe ich jetzt lieber ruhig und halt Ausschau nach Hasen. Müssen doch hier irgendwo sein. Der Losung nach waren sie gerade eben noch hier. Eine Losung habe ich weiter oben gefunden, die war sogar sehr frisch angezeigt. Also kann es nicht angehen, dass sie nicht mehr da sind.
Na, hat er gerade was? Ne, das sind nur diese Pflanzenteile, die hier durch die Luft fliegen. Oh, kann auch nicht angehen, dass hier jetzt kein Hase mehr ist. Ganz merkwürdig. Gehen noch mal weiter höher. Mal die Bärenspur hier, ne? Ja, das ist die Bärenspur. Losung. Müssen doch ja mal sein, die Häschen. Ist die Elchspur. Das ist wieder die Bärenspur. Wieder die Bärenspur. Bedürfnisstelle bis 11 Uhr. Das ist jetzt 9:40 mal, noch nicht mal ganz. Kurz nach halb 9. Kann nicht angehen, dass hier nichts ist. Ey. Ja, vielleicht weil der Bär hier durchgezogen ist. Sich deswegen erstmal verkrümelt haben. Ist die Hasenspur. Gehen wir da Richtung mal ein bisschen nach hier. Ist die Hasenlosung frisch.
Merkwürdig. Frische Spuren, aber keine Hasen. Der typische Vorführeffekt. Noch eine Hasenlosung. Sehr frisch. Von frisch zu sehr frisch, also in der Richtung wird es frischer. Müssen sie hier auch einmal sein. Die Mümmelmänner. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Sehr frisch. Da haben wir einen. Den lassen wir erstmal liegen. Lassen sich beruhigen. Bestimmt noch mehr in der Nähe. Lief gerade einer. Aber wo ist er hin? Wo ist er hin?
War gerade ein Call. Wieso habe ich den nicht gehört? Mir angezeigt bekommen. Aber konnte nicht mehr sehen, aus welcher Richtung. Dann schleichen wir noch mal ein bisschen weiter. Dieses blöde Symbol ist auch viel zu groß für einen Weg. Auf 75 Meter angezeigt. Ich höre doch was. Hey. Da ist was. Daneben, Tick zu früh geschossen. Im Moment war die Waffe gerade drüber. Schade. Dann auf 150 Meter genullt, ist sowieso falsch. Außen hat man ja nicht so eine große Distanz bei den kleinen Viechern. Da langen dann die 75 Meter auch völlig aus. Ich glaube, ich werde jetzt aber mal den toten Hasen einsammeln. Der müsste ja da vorne irgendwo liegen. Da liegt er. Oh, 3,2 Kilo. Was habe ich ihn denn getroffen? Muskel, Lungenflügel links, Lungenflügel rechts. Auch total zerlegt mit einem Schuss. Den möchte ich haben. 4 bis 5 Kilo männlich. Das war wahrscheinlich der, der gerade weggelaufen ist. Wo ich leider drüber geschossen habe. Der hat sich ja hier hin und her bewegt. Das ist bestimmt seine Spur. Ich werde mich nochmal hier oben positionieren. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder.
So, warten wir hier mal einen Moment. Schauen, ob da noch was kommt. Wie es aussieht. Hat er sich ganz und gar verkrümelt. Der kommt nicht wieder. Schade. Jetzt fängt es auch mal wieder an zu regnen. Sagt die Uhr, 9:35 Uhr, sind da noch 1,5 Stunden Zeit, kann noch der ein oder andere Hase auftauchen. Regen ist vorbei. Das heißt, man kann gleich auch wieder mehr hören. Oh, jetzt fängt er wieder an. Also was soll denn das? Kann sich mal entscheiden. Ja, genau, die Sonne jetzt mal ein bisschen rauskommen. Wo bleibt die Sonne? Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Also was soll denn das jetzt hier? Gehe ich gleich nochmal an die andere Stelle rüber, links hinten wieder.
Obwohl das Bedürfnisgebiet scheint ziemlich groß zu sein, irgendwie. Das ist wahrscheinlich der Mittelpunkt da auf 66,5 Meter. Das heißt, dahinter geht es wahrscheinlich auch noch weiter. Da können auch welche sein. Und dann bis da hinten, fast bis zum Hochsitz, besser gesagt Aussichtsposten, Aussichtspunkt. Aussichtsposten ist auch gut. Mischung aus Außenposten und Aussichtspunkt. Na, hier scheint sich nichts mehr zu bewegen. Ich werde mich mal weiter bewegen. Die Losung ist auch noch frisch. Also in die Richtung abgehauen, alles klar. Gehen wir mal in die Richtung. So, ich hoffe, das ist jetzt mal endlich gut mit dem Regen hier. Krass, ist hier höher als man selbst, wenn man geduckt läuft, irgendwie. Mal ein bisschen höher, damit ich da ein bisschen Überblick habe. Aber keine Hasen mehr da. Gibt's gar nicht. Na gut, dann gehen wir mal weiter.
Richtung scheint nichts zu sein. Gut, dann gehen wir wieder auf die andere Seite rüber. Immer noch als frisch angezeigt. Uhr bis 11 Uhr, wenn ich das richtig lese. Angeblich sind die alle in die Richtung, aber wie gesagt, da hinten ist ja nichts zu sehen. Ich glaube nicht, dass sie so weit laufen. Sind wahrscheinlich despawned. Blöde Spielmechanik. Dürfte eigentlich nicht sein, irgendwie, wenn welche in der Nähe sind, dann sollten die auch bleiben, irgendwie. Irgendwo in der Nähe. Und nicht einfach wegspawnen, irgendwie. Bis 11 Uhr hier sein sollen, dann müssen sie auch bis 11 Uhr hier sein. Irgendwie. Sonst stimmen ja die Angaben nicht da. Dann brauchen sie es nicht hinschreiben von 5:30 Uhr bis 11 Uhr. Wenn sie dann trotzdem nicht mehr hier sind, was soll das? Immer noch 5:30 Uhr bis 11 Uhr sollen die eigentlich überall sein hier. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Und warum wir nichts sehen, werden wir gleich sehen. Auf Wiedergehen. Der ist angeblich darunter abgehauen.
Keine Hase mehr da. Kein Hase. Das ist auch kein Hase. Das ist eine Bärenspur. Auch die Bärenspur. Tja. Tut mir leid, Leute, ich hätte euch ja gerne noch ein paar mehr Hasen gezeigt, aber irgendwie hält sich das Spiel nicht an seine eigenen Angaben hier. Ja, Hauptsache DLCs verkaufen. Das ist immer das Wichtigste. Ob der Spieler dann auch wirklich Spielspaß erlebt, das ist nicht so wichtig. Also die spawnen mal eben gerade alle Hasen irgendwie im Bedürfnisgebiet. Man verbraucht hier seine Zeit für nichts und wieder nichts. Gibt ja keine Hasen mehr. Weit und breit nicht. Gehe ich da hoch und gucke von da oben nochmal. Wenn ich von da oben nichts sehe, dann werde ich das Video beenden. Den Titel könnt ihr euch schon denken dann. Also den habt ihr ja schon gesehen. Aber ich kann mir den Titel jetzt schon denken. Für das Video. Die große Hasenjagd auf einen Hasen. Kann man auch nicht viel sehen von hier oben. Was ist das für ein Aussichtspunkt, Emmy? Von dem man aus nicht viel sehen kann. Viel zu viele Bäume im Weg. Auch wieder nur ein Stein, der so komisch leuchtet. Bestimmt auch nur ein Stein. Kannst du aber nicht wirklich erkennen, Emmy, was das sein soll. Könnte auch ein Hase sein, der da liegt. Ne, doch nicht. Dann würde man irgendwelche Ohren sehen noch. Okay, Leute. Ich glaube, das war's dann. Über 40 Minuten für einen Hasen. Ich glaube, das Video kann ich nicht hochladen. Das guckt sich ja keiner an. Enttäuschend, das Spiel. Wirklich enttäuschend. Oh, hallo. Diese Tasten, ey.
Einmal schaue ich noch mal in die Gegend hier. Gucken wir mal. Ich werde wahnsinnig mit den Tasten. Wenn man da intuitiv hingreift, habe ich ständig die Zahlentasten und nicht das W zu fassen. Und ich kann nicht ständig die Finger auf den Tasten liegen lassen. Irgendwie kriegt man ja Krämpfe in den Fingern. Na, wo denn? Nicht zu sehen, ne? Wieder nur zu hören, aber nichts zu sehen. Und dann blendet die Sonne im Scope. Das ist auch völlig scheiße, ey. Mich nervt das Spiel schon wieder. Schön bei gucken kann man ja, aber es ist nicht ein Tier zu sehen. Oh, wirklich gar nichts. Okay, Leute, das war's dann. Tschüss.